geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu MotoGP. Eine ganz, ganz besondere Folge steht uns heute bevor, und zwar das Heimrennen. Der große Preis von Deutschland am Sachsenring. Eine Strecke, auf der wir immer gut unterwegs waren. Zweiter Platz in der Moto3, Sieg in der ersten Moto2-Saison. Und hier, wer weiß... Wer weiß, es wäre natürlich der perfekte Ort, um sich endlich mal so richtig anzumelden hier in dieser Saison. Mit einem Sieg, lass uns mal träumen, könnten wir es auf jeden Fall schaffen, hier mal in die Top 10 reinzukommen oder so. Und wären dann auch vielleicht gar nicht so weit weg von der Spitze, weil es in dieser Saison so zu sein scheint, dass viele Fahrer, ja, stark sein können. Baltus hat schon ein Rennen gewonnen, Vietti, Ogura und Gonzalez. Ich glaube, die Top 4 haben allesamt schon ein Rennen gewonnen. Und wir hatten jetzt 4 Rennen, also wir hatten 4 verschiedene Sieger, stimmt das? Ist das tatsächlich so gewesen? Ja, ne? Hier Baltus, Ogura, Vietti und beim letzten Mal war es Gonzalez in Jerez. Ja, es ist so. Wir hatten 4 Rennen, 4 verschiedene Sieger und deshalb ist diese WM auch noch relativ offen. Also bislang haben wir eigentlich dahingehend echt Glück gehabt, dass es nicht so einen Suzuki gibt oder so einen Vietti aus der letzten Saison, der da vorne wegläuft. Wer weiß, vielleicht können wir ja dafür sorgen, dass es heute 5 von 5 sind. Das ist schon das ultimative Ziel. Ich liebe diese Strecke. Ich fühle mich hier sehr wohl. Also jetzt auch unabhängig davon, dass das Deutschland ist. Ich fahre hier einfach gerne. Also das macht echt Bock. Ich habe mich hier sehr, sehr gut gefühlt in der letzten Saison. Und somit, ja, hoffe ich, dass wir unsere Saison jetzt so richtig in Fahrt bringen können. Wir werden wieder, wie in Mugello schon, ein Rennen haben mit Regen. Mit Bikewechsel bzw. Reifenwechsel. Ihr habt mir gesagt, dass das dasselbe Bike ist, nur die Reifen werden gewechselt auf den Moto2-Maschinen, nicht wie in der MotoGP. Ja, ist ja völlig egal. Auf jeden Fall Unterbrechung dann irgendwann und ein Neustart wird uns erwarten. Ist aber okay, das können wir meistern. Hatten auch bei unserem Sieg in der letzten Saison hier ein bisschen Regen. Ab geht's jetzt, möglichst direkt in Q2 schaffen natürlich. Und dann hoffe ich, dass wir gut abliefern können. Let's go. Oh yes, ein Start nach Maß. Wir schaffen es direkt in Q2 und wie? Auf Platz 2 und 3 als Team. Das ist eine sehr, sehr starke Sache. Ramirez unter anderem musste sogar durch Q1, einer der Speed-Ups. Vietti im Training auch nicht so überragend. Gut, Training sagt nicht viel aus. Aber trotzdem, wir scheinen hier wieder mit vorne dabei sein zu können. Was natürlich auch absolut der Anspruch ist auf dieser Strecke. Jetzt müssen wir das auch im Qualifying unter Beweis stellen. Oh, da kommen schöne Erinnerungen hoch, wenn man hier unterwegs ist von unserem wahrscheinlich dominantesten Sieg bisher. Wir hatten ja alles im Griff in der letzten Saison. Das war jetzt hier in diesem Geschlängel noch nicht so überragend, aber ich fühle mich hier einfach gut auf dieser Strecke. Oh, diese erste Runde, die sieht vielleicht anders aus. Aber das ist ja auch in dieser Saison so. Ich mag das einfach so, diese vielen Linkskurven, viele schnelle, flüssige. Das macht einfach Spaß. Das ist das, was Bock macht. Das ist ähnlich ja so ein bisschen dahingehend wie Phillip Island. Auch so sehr, sehr flüssig. Auch das ist ja dort eine Strecke, die mir sehr, sehr gut liegt. Und dazu kommt halt noch hier die Heimrennen-Motivation. Hier möchte man natürlich erst recht gut abliefern. Und vor allem, wenn das bedeuten würde, dass das unsere Saison endlich mal so ein bisschen in Schwung bringt. Letzte Kurve, eine fatale Runde war das nicht, aber ich habe schon hier auf jeden Fall den Anspruch, eine perfekte zu fahren für meine Verhältnisse. Und das war es noch nicht. Oh ja, alleine hier im allerersten Teil haben wir vorhin schon viel verloren. Die Konkurrenz auch mit roten Sektoren. Also wir brauchen wirklich noch eine Verbesserung. Wenn das für irgendwo weit vorne reichen sollte, sich hier so ein bisschen weiter raustragen zu lassen, ist, glaube ich, gar kein Problem, solange man dann spät diesen Scheitelpunkt da noch mitnimmt, wie wir es eigentlich gemacht haben. Oh ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, hier minimal verpasst, aber das sind nicht die Fehler, die wirklich viel Zeit kosten. Sehr, sehr schön. Oh ja, cleane Runde bis hierhin. 6 Zehntel Vorsprung auf unsere vorherige Bestzeit. Wasserfall hinunter und dann rein in die letzten beiden. Können wir da nochmal ein bisschen Zeit gut machen? Bin gespannt. Die anderen werden uns auf jeden Fall gleich kräftig unterbieten, unsere erste Zeit, bevor wir dann über die Linie kommen. 5 Zehntel Vorsprung, Vietti. Also ungefähr das werden wir hier wohl im Gepäck haben. Letzte Kurve auch minimal verpasst, aber das ist trotzdem schon eine sehr gute Runde. Besser als vorhin. Definitiv Roberts zwischenzeitlich auf der 1. Wir knapp dahinter. 16.000stel hinter unserem Teammate. Und ich weiß nicht, ob hier noch so sehr viel mehr gehen wird. Rote Sektoren allerdings wieder bei den anderen. Wow, die sind hier stark. Und vor allem Roberts ist stark. Bike scheint hier sehr gut zu laufen, komischerweise.
Oh, aber da kam nochmal ordentlich was von den anderen. Garcia haben wir aktuell ganz vorne. 7/10 Rückstand. Oh, wir müssen nochmal. War mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie das hier laufen würde, weil die bisherigen Qualifyings, die wir auf einer festen KI-Stufe hatten, sehr geschenkt waren. Da waren wir immer viel zu deutlich vorne am Ende. Aber hier nicht. Ausgerechnet hier müssen wir so richtig drum fighten scheinbar. Weiß nicht, ob wir da noch so 7/10 drin haben. Also ein bisschen was auf jeden Fall. Aber keine unglaublichen Welten mehr. Das hier jetzt aber viel besser getroffen. Es müssen ja vielleicht auch keine Welten sein. Ich glaube, so 3/4 Zehntel, wie wir sie jetzt im Gepäck haben, das kann sehr viel ausmachen. Abstände sehr gering gewesen. Wir sind ja nur 7/10 weg von der Spitze. Letzte Kurve, die hat vorhin auch alles andere als gut gepasst. Öncü, aktuell Zweiter. Super Leistung von ihm. Der hat ja auch eine ziemliche Katastrophensaison bisher. Hätte sich KTM mal für uns entschieden, dann hätten die da mal ein Angebot rausgehauen. Oh, das ist eine Runde. Oh ja, das ist eine Runde. Come on, vor auf die 2. Eine 1/10 hinter Garcia. Haben wir die 1/10 auch noch? Bin gespannt. Oh, erstmal ein kleines Racing hier gegen Öncü. Das wird nicht helfen. Da kam auch einer aus der Box. Oh, der geht da weit. Zieht dann zum Scheitelpunkt. Jetzt keine Strafe. Keine Longlap oder so. Das ist aber tatsächlich eine Verbesserung sogar irgendwie. Ah, den Curb da außen. Kann man mitnehmen. Hat aber jetzt, glaube ich, eher ein bisschen Zeit gekostet. Ah, jetzt auch zu spät. Zu spät, zu zögerlich. Lenk doch ein, du Idiot. Aber ein bisschen was könnten wir vielleicht hinbekommen. Oh nee, das war volle Attacke jetzt in diese vorletzte Kurve, aber das war zu viel, oder? Ja, das war zu viel. So 2/10 kriegen wir hier nicht raus in der letzten Kurve. Ah, scheint nicht mehr viel zu gehen. Das war schon eine super Runde, die uns hier auf Platz 2 gebracht hat. Oh, und bei diesem zweiten bleibt's auch. Come on, das nimmt man doch gerne mit. Super Startposition, erste Reihe. Das ist perfekt. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ob man hier wirklich auf der Pole steht oder auf Platz 3 oder so, ist völlig egal. Ja, ist völlig egal. Spielt überhaupt keine Rolle für das Rennen. Ist ein mega Ergebnis. Vietti nur 6. Kein Baltus hier auf der ersten Seite. Der ist nur 13. Also diese Saison ist so weit offen, so umkämpft. Das ist wirklich der Wahnsinn. Vietti ist ja der Erste. Also der bestplatzierte bisherige Rennsieger aus dieser Saison hier. Das meine ich. Dahinter dann Gonzales und dann, was weiß ich, Ogura und Baltus hier, die anderen zwei Sieger. Nur 12. und 13. Also das ist krass. Wir haben hier nicht so einen großen Dominator. Können wir uns auch draufschreiben auf diese Liste an Siegern? Können wir uns so ein bisschen vorne einmischen, vielleicht durch ein starkes Ergebnis hier? Ich weiß nicht, aber wenn dann hier, wenn irgendwas besonders Gutes gelingt, dann am Sachsenring, auf unserer vielleicht bisher besten Strecke, auf der ich mich immer wohl gefühlt habe. Auf geht's. Es ist soweit. Ein ganz, ganz besonderes Rennen steht uns hier bevor. Das längste auch mit 14 Runden, weil der Sachsenring die kürzeste Strecke ist, somit auch ganz, ganz viele Runden. 14, es hört sich schon echt verdammt lang an, aber das können wir. Das können wir. Das werden wir hinbekommen. Erstmal muss man den ersten Teil natürlich im Trockenen gut überstehen. Da müssen wir weit vorne sein, um dann am zweiten Start, den es auf jeden Fall geben wird, wenn der Regen kommt, auch gut positioniert zu sein. Das ist so das erste Ziel. Und dann gilt es, sich auf den Regen einzustellen, da gut klarzukommen in ganz schwierigen Bedingungen. Aber das haben wir auch drauf. Es wird nicht leicht, alleine durch diesen Reifenwechsel dann, durch die Unterbrechung. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Ich bin zuversichtlich. Wir hatten in Jerez schon eine vielversprechende Vorstellung. Davor in Phillip Island war auch schon ein Aufwärtstrend zu erkennen. Jetzt müssen wir es uns endlich mal abholen. Jetzt müssen wir uns endlich mal ein gutes Ergebnis hier sichern. Uns endlich mal selber belohnen und uns vielleicht anmelden noch in diesem WM-Kampf. Noch ist es nicht ganz zu spät. Aber ich glaube, wenn das heute nicht wirklich gut wird, dann ist es mal zu spät. So sehe ich das zumindest. Let's go. Hier am Sachsenring ist alles bereit für den Startschuss. Die Fahrer sind hochkonzentriert, denn auf dieser Strecke ist es besonders wichtig, am Start nicht überholt zu werden. Los geht's hier beim Grand Prix von Deutschland. Was für einen Start erwischen wir. Im ersten Moment keinen tollen. Dann können wir uns aber doch sogar hier neben Garcia setzen. Bremspunkt so ein bisschen geraten hier für Kurve 1. Oh, da geht's hier Rad an Rad. Ellbogen an Ellbogen fast. Mit Garcia durch diese erste Kurve. Aber dadurch, dass unser Start so gut war, dass wir die Innenseite hatten, behaupten wir uns gegen den Spanier. Ist wahrscheinlich auch so einer, der gerne mal ein Rennen gewinnen möchte hier in dieser Saison, der sich da auch auf diese Liste schreiben möchte. Erleben wir hier wirklich... Oh, Alter, der gibt es uns auch knallhart zurück, was wir da in Kurve 1 gemacht haben. Stark gemacht von ihm. Kann der sich durchsetzen hier innen? Er scheint fast so. Oder haben wir hier außen nochmal eine Antwort? Nee, erstmal wohl nicht. Also 5 aus 5 Siegern, also 5 verschiedene in den ersten 5 Rennen, das wäre schon was. Das wäre schon was. Und erst recht wäre das was, wenn man selber dafür sorgen
könnte, dass es 5 werden. Die Möglichkeit haben wir hier auf jeden Fall. Ging das nicht in der letzten Saison auch schon gegen Garcia hier in der Anfangsphase, bevor wir ihn dann überholen konnten und das so ein bisschen an uns gerissen haben? Ich bild mir fast ein schon. Oft hatten wir es mit dem nämlich nicht zu tun. Aber immer wenn, dann zu ganz besonderen Anlässen scheinbar. Es wird ein bisschen weit gehen. Ja, da waren wir sehr spät dran. Nicht nur ein bisschen, sondern viel zu weit. Aber das schien sogar okay zu sein. Lopez gestürzt. Und Guevara und Salah, ciao, Reiter, da hat es richtig viele erwischt in dieser ersten Runde. Schön, dass wir noch sitzen geblieben sind. KI geht gerne sehr, sehr weit im Eingang zu diesem Geschlänge hier. Das kann man gut und gerne mal nutzen, aber dafür waren wir jetzt ein bisschen zu weit weg. Garcia macht das schon stark in dieser Anfangsphase hier. Der ist auf jeden Fall mehr als nur ernst zu nehmen. Da ist die Tür offen und ich habe sowas von drüber nachgedacht. Aber ich glaube, das war eine gute Idee, da nicht unbedingt voll durchzuziehen in der Situation. Ah, diese Strecke ist so ein Traum. Das macht so Bock hier. Ich fühle mich hier schon wieder wie zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich etwas, hier unterwegs zu sein. Ist immer ein besonderes Erlebnis. Aber jetzt wäre das Erlebnis natürlich noch ein bisschen schöner, wenn wir das vielleicht mal anführen könnten gleich. Auch wenn wir natürlich noch ganz viel vor uns haben. Also man muss dann auch ein bisschen auf lange Sicht denken. Bringt nichts, jetzt alles zu riskieren in der dritten Runde, die es dann gleich sein wird. Arenas auf der 3 lässt so ein bisschen abreißen mal zu uns hier vorne. Das ist sehr, sehr schön. Bedeutet, dass kleinere Fehler vielleicht nicht direkt knallhart bestraft werden. Zumindest bei uns, nicht bei Garcia, aber natürlich schon, so nah wie wir da jetzt dran sind. Schlechte Rennrunde auch. Und die zeigt sich, die macht sich bemerkbar. Gibt's gleich den Führungswechsel hier am Sachsenring. Führt gleich ein Deutscher dieses Rennen an. Ich weiß es nicht, aber bei der Linie von Garcia haben wir hier auf jeden Fall die Chancen. Das sind die ganz gefährlichen Berührungen. Wenn die KI einem so gegen das Hinterrad fährt, da lagen wir auch schon ganz oft. Ah, schade, gelingt leider nicht ganz, das durchzuziehen. Dachte eigentlich schon fast safe, dass wir ihn haben. Aber nix da, der liefert uns hier einen Fight. Der sorgt hier für die Unterhaltung auf jeden Fall. Dann Sergio, ich sag's dir, wie es ist. Das kannst du gerne machen. Ich habe auch lieber einen erkämpften Sieg hier. Solange es halt am Ende ein Sieg wird. Wenn du am Ende Erster bist, dann ist das ein bisschen scheiße von dir. Muss ich ehrlich sagen, Önschi gestürzt. Seine Katastrophensaison geht weiter. Ja, KTM. Ich kenne da jemanden, der gerne euer Bike gehabt hätte und der da auch gut drauf performt hätte, mit Sicherheit. Aber ich weiß ja nicht, wie es euch da so geht. Jetzt haben wir eine ganz andere Linie hier hindurch. Aber das bringt nichts. Boah, also der macht das echt super. Wird die jetzt zwar auf die 3. Ja, gefällt mir nicht so ganz. Da wird der Druck direkt mal ein bisschen höher, wenn man sieht, dass Vietti auf der guten Position unterwegs ist. Weiter Gas geben. Wieder recht nah dran hier auf Start und Ziel. Ein guter Windschatten. Früh jetzt anbremsen. Also früher als er zumindest. Das mit Sicherheit tun wird. Dann hier innen halten. Schön um diesen Curb hier legen. Nee, es gelingt auch uns nicht so ganz. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Wir hatten da diese eine Möglichkeit. Ich hoffe sehr, dass das nicht die letzte bleiben wird. Hier vielleicht auch eine Chance mit viel Risiko, wenn man da ganz innen ist. Aber nee. Nee. Also mit diesen größeren Bikes, puh, macht man das nicht so ganz easy. In der Moto 3 wäre das vielleicht noch eine Option gewesen. Aber mit den Dingern hier nicht, Mann. Boah, wir müssen uns hier echt was Besonderes einfallen lassen, um da vorbeizukommen. Ich merke schon, der wird uns hier nichts schenken. Da jetzt? Nee, auf keinen Fall. Das ist halt vielleicht so ein bisschen das, will man es Problem nennen oder was auch immer, das Schwierige an so vielen schnellen Kurven, die es hier gibt. Die sind geil zu fahren, die machen richtig Spaß, aber zum Überholen lädt das natürlich nicht gerade ein. Also unsere beste Möglichkeit ist auf jeden Fall Kurve 1, beziehungsweise Start und Ziel, so wie vorhin schon. Was Besseres wird es hier, glaube ich, nicht geben, keine Chance. Hier gehen wir wieder ein bisschen weit in der vorletzten, aber das geht irgendwie. Also das ist so eine Kurve, keine Ahnung, gefühlt kann man die gar nicht so richtig verkacken. Jetzt sind wir mal nah dran hier in dieser letzten. Früher aufs Gas. Oh ja, das wird mal wieder eine bessere Möglichkeit. Come on, Runde 5. Jetzt mittlerweile so langsam werde ich ungeduldig. So langsam würde ich das Ding gerne mal anführen. Und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit in Kurve 1 hinein. Vorsichtig nicht in ihn rein. Krachen. Oh, wir gehen da ganz weit. Aber das war, glaube ich, perfekt. Das war perfekt. Ja, viel zu spät eigentlich, um die Kurve perfekt zu treffen. Oh. Aber es war perfekt, um das Überholmanöver klar zu machen. Da schickt er uns fast in den Slide. Da reichen manchmal ganz kleine Berührungen, die man von der KI bekommt, so in Schräglage. Und schon liegt man. Das hat sich gerade ganz unangenehm angefühlt am Controller. Aber wir setzen uns wohl durch, oder? Hart erkämpft. Jetzt nicht direkt wieder herschenken. Ich tue es fast. Etwas sehr weit draußen. Aber nix da. Wir führen diesen Grand Prix von Deutschland an. Erstmals so richtig. Come on. Aber alles deutet darauf hin, dass das hier eine ganz, ganz umkämpfte Nummer wird. Weil unsere Pace war zwar gut, die ist auch gut genug, um jetzt zu führen, aber nicht wirklich, um hier großartig wegzukommen. Garcia ist immer noch direkt dran. Dadurch, dass das hier jetzt eine feste KI ist,
wird so wohl auch bleiben. Also ich glaube nicht, dass der jetzt total einbrechen wird. Damit, oder darauf sollte man sich nicht verlassen zumindest. Man fragt mich, wann dieser Regen kommt. Also meinetwegen kann der ruhig so spät wie möglich kommen, dass wir dann wenige Runden in dem zweiten Teil des Rennens hier haben im Regen. Weil da ist natürlich die Fehlerchance dann nochmal höher. Wenn man eh schon führt, dann will man eigentlich, dass es trocken bleibt. Ich muss mir jetzt selber ermahnen, hier nicht zu viel an unsere Situation zu denken, nicht dran zu denken, wie wichtig dieser Sieg wäre, wie alles entscheidend, wie viel Druck hier eigentlich drauf ist. Ich möchte wirklich eigentlich nur dran denken, dass wir dieses eine Rennen hier anführen, aber das ist schwierig. Das ist schwierig, weil das natürlich ganz, ganz gigantisch für uns wäre nach diesem Auftakt in die Saison, nach den völlig verkorksten ersten drei Rennen, sich dann hier so zurückzumelden beim Heim-Grand Prix. Das wäre was. Und jetzt schaffen wir es sogar so ein paar Zehntel mal zwischen Garcia und uns zu bringen. Aber das ist bei weitem noch nichts Vorentscheidendes hier. Oh, eine Sekunde. Erstmals ist der Vorsprung größer als nur so ein paar Zehntel. Dann kommt hier aber auch ganz, ganz schnell die Erinnerung, dass man hier nicht chillen darf und nicht abschalten darf. Vielen Dank dafür. Das kann eventuell auch schief gehen, obwohl er war schon recht safe. Einfach ein bisschen das Gras mitgenommen. Muss man jetzt auch nicht dramatischer machen, als es ist. 7 von 14. Die Hälfte des Rennens ist jetzt ziemlich genau überstanden. Und die läuft natürlich überragend, genau nach Plan. Aber Garcia nach wie vor dran. Vietti wird da auch nicht so weit dahinter sein. Aber zeig mal her, wo ist denn der Italiener? Ja, die sind da so ziemlich auf einem Haufen. Dann ist ein kleiner Abstand zu Sasaki und Co. da. In diesem Grüppchen ist dann aber auch schon so ein Baltus. Also, ja, aber man kann es sicher nicht schönreden. Wir brauchen diesen Sieg, ne? Ist ja auch völlig unabhängig davon, wo die alle ins Ziel kommen. Dadurch, dass wir so einen großen Rückstand haben, müssen wir einfach jetzt Siege einfahren. Und ein guter Moment wäre heute auf jeden Fall, um damit mal anzufangen. Abstand schrumpft jetzt wieder so ein bisschen, halbe Sekunde, also hier ist nichts mit Ausruhen, der ist da knallhart direkt an uns dran die ganze Zeit. Wir müssen absolut einwandfrei hier fahren, ansonsten ist diese Führung direkt wieder weg und so leicht kriegt man die auch nicht wieder. Das war schon schwierig hier vorhin zu überholen, aber was jetzt mit dem Regen, ey? Hilfe, es sind nur noch 5 Runden, also ein langer Regenteil wird das nicht, wenn es überhaupt einer wird. Weiß nicht, kann auch sein, dass der so in der letzten Runde dann kommt oder so und das ist dann gar keinen Neustart gibt, ne? Sondern dass wir einfach auf Slicks zu Ende fahren. Ist theoretisch auch möglich, denke ich mal. Ich fühle mich hier so sicher auf dieser Strecke, aber das täuscht auch, glaube ich, ein bisschen. Aber man ist auch hier nicht sicher. Auch hier können genauso leicht Fehler passieren wie auf allen anderen. Vietti vorbei an Garcia. Oh, macht es noch wichtiger, jetzt hier vorne zu bleiben, während wir wieder nicht optimal diese vorletzte Kurve hier treffen. Aber ist okay. Also wenn man eine verkackt auf dieser Runde, dann ist es eigentlich die. Weil selbst die, wenn man da zu spät bremst, nicht richtig verkackt ist. Also ja, oh, Vietti darf hier auf keinen Fall vorbei. Reifen melden sich jetzt an. Linke Reifenflanke. Das ist hier immer so ein Thema bei den vielen Linkskurven. Die ist ziemlich am Arsch. Vietti ist jetzt direkt dran. Vietti ist direkt dran. Ja, das war jetzt nicht gut. Und jetzt kommt der Regen. Gerade zu Beginn von Runde 10. Dann direkt dann, als wir die hinter uns haben. Ich würde sehr, sehr gerne auf Platz 1 den trockenen Teil des Rennens beenden. Um dann von der Pole aus losfahren zu können, sozusagen. Hoffe, das gelingt. Bin jetzt mal gespannt, wie lange es dauert. Also typischerweise sind das so, ja, 2, maximal 3 Runden. Und dann kommt die Unterbrechung. Aber dann ist das Rennen in dem Fall auch schon bald vorbei, ne? Also das wird eine harte Nummer dann im Regen. Das wird hier alles entscheiden. Und man wird nicht viel Zeit haben, um sich dran zu gewöhnen. Das Rennen wird dann neu gestartet für, keine Ahnung, 2, 3, vielleicht 4 Runden. Je nachdem, aber das würde ich fast ausschließen sogar. Also leicht ist was anderes. Würde ich mir ganz, ganz anders wünschen jetzt in dieser Situation hier. Schön wäre es gewesen, wenn es einfach trocken zu Ende gegangen wäre. Aber in dieser Saison wird es uns nicht leicht gemacht. Das ist klar, das kennen wir schon. Boah, die sind so direkt dran. Ich höre die da. Ja. Vietti schießt hier direkt hinter uns den Wasserfall runter. Aber jetzt wäre es vielleicht gut, sich hier mal nicht zu verbremsen. Nicht so total zumindest. Das klappt auch. Kann mir gut vorstellen, dass die Runde jetzt die Restart-Reihenfolge bestimmt und dass jetzt in der 11. die rote Flagge kommt. Aber ich bin mir nicht sicher. Wer weiß. Es wird aber schon nass. Also man spürt es auf jeden Fall schon. Deutlich weniger Grip da. Und ich glaube, dafür sind wir auch sehr spät hier jetzt dran gerade. Den Bedingungen entsprechend. Nee, geht noch. Es geht schon noch was. Aber schön ist was anderes. Oh Gott, Grip jetzt ganz gering nur noch. In ungefähr solchen Verhältnissen wurde das letztjährige Rennen unterbrochen oder beziehungsweise abgebrochen, was uns dann zum Sieger gemacht hat mit diesem sehr, sehr dominanten Vorsprung, den wir hatten. Hier, falls es denn ein Sieg wird, wird es auf jeden Fall keiner mit einem dominanten Vorsprung.
aber jetzt gerade habe ich so meine Zweifel, ob das hier überhaupt was wird, weil das echt überhaupt nicht lustig ist. Brecht die Scheiße ab, Mann. Gib uns die Regenreifen, obwohl vielleicht die eine Runde kann ruhig noch zu Ende gehen, weil das dann auch eine weniger, die wir haben, ne? Wenn jetzt abgebrochen wird, wird diese Runde ja nochmal gefahren sozusagen. Dann haben wir noch eine mehr, in der wir was verkacken können. Das wär's halt auch nicht. Ah, Mann, aber genau so passiert's. Ich hab's geahnt, weil das so kurz davor war. Und somit haben wir jetzt sozusagen fast 15 Runden insgesamt in diesem Rennen. Obwohl, nein, das war's, weil wir so kurz vor dem Ende waren. Ja, Sieg hier in dieser verfickten dritten Saison, Mann, die so scheiße losging. Come on, und dann ausgerechnet hier am Sachsenring holen wir uns den Befreiungsschlag. Puh, okay, wusste ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich, wenn irgendwie eine gewisse Prozentzahl des Rennens schon gefahren wurde, wird nicht neu gestartet. Wird wohl so sein. Ich meine, in Mugello hatten wir das, da wurde neu gestartet. Aber da war das dann ungefähr zur Hälfte des Rennens. Ja! Zweiter Sieg hier am Sachsenring. Es bleibt nach wie vor eine der besten Strecken für uns. Oh, ist das schön. Yes! Come on, jetzt melden wir uns vielleicht mal so ein bisschen an. Wir sind tatsächlich der fünfte andere Sieger im fünften Rennen. Übrigens, zweiter Sachsenring-Sieg. Zum zweiten Mal werden nicht alle Runden zu Ende gefahren, sondern es wird unterbrochen. Beziehungsweise, oh Gott, sorry, abgebrochen. Ja, come on, es geht doch. Es geht doch. Meine Fresse, warum nicht gleich so? Warum mussten wir es uns so schwer machen? Ich weiß es nicht, aber jetzt hat's geklappt. Und ich hätte mir keine schönere Strecke dafür wünschen können, auf jeden Fall. Ja, das sieht doch schon akzeptabler aus. Wir kommen vor in die Top 10. Vietti, der neue Führende, vor Baltus einen Punkt. Ganz, ganz knapp das Ganze da an der Spitze. Wir, also 39 dahinter, ist immer noch eine Katastrophe, ne? Das ist immer noch viel, aber dadurch, dass es hier keinen so super Dominanten vorne gibt und dadurch, dass wir jetzt scheinbar eventuell mal angekommen sind hier in dieser Saison, ist vielleicht noch nicht alles verloren. Das ist, ja, das, was zählt. Es kommen ja noch ein paar Rennen auf uns zu. Wir haben noch nicht mal die Hälfte erreicht. Aber das war jetzt das fünfte von 11 Rennen. Wir haben noch mehr als die Hälfte sozusagen vor uns. Ja, wüsste keinen Grund, warum wir da nicht theoretisch 39 Punkte aufholen könnten, wenn es denn so in der Art jetzt hier weitergeht. Und so, wie es auch schon in Jerez zum Beispiel war. Konstrukteurs-WM. Ach, dort geht es ein bisschen nach vorne, ja. Und da sind wir auch noch nicht so weit weg, ne? Also, Gresini hier zum Beispiel auf Platz 4 scheint noch sehr machbar zu sein, wenn Roberts vielleicht auch noch ein bisschen in Fahrt kommt, eventuell. Oh, was ein Gefühl, Mann, ey. Nach solchen Rennen, wie wir sie hatten, jetzt hier den Sieg beim Heimrennen zu holen, das ist echt sehr, 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 sehr geil. Die nächste Strecke, das ist aber so ziemlich das Gegenteil vom Sachsenring für uns hier in dieser Karriere. Le Mans, da hatten wir noch nichts Gutes. Da war es immer sehr, sehr, sehr schwierig. Aber an sich auch keine Strecke, die ich jetzt irgendwie hasse oder so. Es lief halt einfach nie gut. Wer weiß, vielleicht können wir ja jetzt auch dort mal was Gutes zeigen und so richtig ja uns vorne anmelden. Keine Ahnung. Ramirez im Rennen hat uns etwas gefehlt. Ja, so ist es. Da hat aber allen heute ein bisschen was gefehlt gegen uns, weil das echt stark war. Endlich mal wieder. Wir hatten den Sieg in Phillip Island. Dann kam ganz, ganz, ganz lange gar nichts. Und jetzt der Sieg am Sachsenring. Gibt so ein paar Strecken, auf die man sich scheinbar immer verlassen kann, auf denen wir wohl immer gut abliefern. Aber das war heute echt nicht easy. Die waren ja so nah an uns dran. Vietti und Core, die haben uns das da absolut nicht leicht gemacht. Aber am Ende ist es gelungen. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Ist es schon zu spät oder noch gerade so rechtzeitig? Oder war es auch vielleicht nur so ein Sachsenring-Special hier? All das wird sich dann in den nächsten Rennen zeigen. Angefangen mit Le Mans. Wir haben jetzt ein paar schwierige Strecken hintereinander. Also eigentlich nur noch, Alter, eigentlich nur noch schwierige Strecken. Keine von den verbleibenden ist jetzt so, dass ich sagen würde, oh, die ist ja ganz easy. Da sind wir auf jeden Fall gut. Silverstone haben wir zweimal gewonnen in zwei Klassen schon. Aber auch das ist eigentlich eine harte Strecke. Also da ist auch nichts garantiert. Und die anderen ja auch. Ach, keine Geschenke. Das auf keinen Fall. Aber alle, auf denen wir auf jeden Fall entweder schon Erfolg hatten oder es hoffentlich noch haben können. Und dann, ja, wer weiß, vielleicht, man darf ja träumen. Man darf, ich meine, was hilft's? Wir müssen ja dran glauben, dass das noch was werden kann. Alles andere ist ja, bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Wenn es am Ende nicht reicht, dann reicht's halt nicht. Aber zumindest macht man es sich dann nicht jetzt schon kaputt und heult hier jetzt schon rum, dass es vorbei ist. Man glaubt halt dran, man hofft und dann geht vielleicht was. Wenn man auch die beiden hier außen vor lässt, ne, die so ein bisschen in ihrer eigenen Welt sind, zu, hier, Gonzales sind es nur, wie viel? 24 Punkte. Weniger als ein Rennsieg. Also das ist echt nicht so dramatisch. Noch nicht. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wir werden es rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder in Le Mans. Haut rein!